Diese Geschichte ereignete sich nach meiner Scheidung. Ich hatte geglaubt, meine Ehe mit meinem Ex-Mann sei glücklich und erfüllend, aber sein Verrat und seine Untreue haben mein Vertrauen und meine Liebe völlig zerstört. Ich sehnte mich nach einem Neuanfang, aber als mein Ex-Mann mir heimlich die Kinder wegnahm, brach meine Welt erneut zusammen. Ich suchte überall nach irgendeinem Zeichen meiner Kinder und meines Ex-Mannes, auch nur nach einem Hoffnungsschimmer, der mich aufrecht hielt, aber so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte sie nie finden. Meine Verzweiflung und Hilflosigkeit quälten mich zutiefst und ließen mich ratlos zurück. Zu einer Zeit, als ich Hilfe und Unterstützung am meisten brauchte, freundete ich mich mit einem Mann an. Er war süchtig nach illegalen Drogen und wurde oft in den örtlichen Bars und Nachtclubs angetroffen. Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben, aber er begann ein Gespräch mit mir und wurde nach und nach mein Freund. Er erzählte mir seine eigene Geschichte, wie sein Leben voller Schmerz und Kampf gewesen war. Wie ich hatte auch er den Schmerz einer Scheidung und den Verlust eines Kindes erlebt. Trotz unserer unterschiedlichen Erfahrungen verband uns angesichts des gemeinsamen Schmerzes ein besonderes Band. Nachdem ich mich mit dem Mann, der von illegalen Drogen abhängig war, angefreundet hatte, wurde auch ich drogenabhängig und begann, die örtlichen Bars zu besuchen. Der Mann wurde zu meinem Begleiter und Trost, er äußerte sein Mitgefühl für meine Scheidung und die fehlenden Kinder und begann, mir verschiedene Drogen vorzustellen. Anfangs lehnte ich seine Angebote ab, doch allmählich fühlte ich mich hilflos und unglücklich und begann, mich mit Hilfe von Drogen zu betäuben. In der Bar lernte ich weitere Leute kennen, die ebenfalls drogenabhängig waren. Wir taten uns zusammen und nahmen Drogen, um den Schwierigkeiten und Schmerzen des Lebens zu entkommen. Wann immer ich verzweifelt war, wurden Drogen zu meinem Ventil und Gegenmittel. Aber wie sich herausstellte, machte dieses Gegenmittel alles nur noch schlimmer für mich. Eines Abends feierte ich mit dem Typen in einer Bar. Ich hatte völlig die Kontrolle über mich verloren und nahm eine Menge Drogen. In dieser verrückten Nacht geriet mein Leben in Gefahr. Ich begann, das Bewusstsein zu verlieren, und meine ganze Welt verschwamm. Ich fühlte so viel Schmerz und hoffte, dass der Tod mich davon befreien würde. Ich hätte jedoch nie gedacht, dass diese lächerlich verrückte Nacht mein Leben verändern würde. Als ich das Bewusstsein wieder erlangte, fand ich mich in einem dunklen Tunnel wieder. Um mich herum gab es keinen einzigen Lichtstrahl, kein Geräusch, nur endloses Nichts. Ich fühlte mich schrecklich, und dieser dunkle Ort jagte mir unglaubliche Angst ein. Ich begann, auf mein Leben zurückzublicken und all die Dinge zu sehen, die ich erlebt hatte, und ich spürte die Freude und die Traurigkeit des Lebens. Dieses Gefühl führte mich wieder und wieder in den Tod, und jedes Mal wurde ich tiefer in die Dunkelheit gestoßen. Ich war an einem dunklen, unheimlichen Ort gefangen, und ich spürte den Gestank von Gestank und Tod in der Luft. Der Boden war brennende Lava, und die Temperatur war so hoch, dass ich es kaum aushalten konnte. Ich hörte das Stöhnen und Heulen unzähliger Menschen, das aus allen Richtungen kam und mich vor Angst und Verzweiflung überwältigte. Manchmal flackerte Feuer aus der Dunkelheit auf, und durch das Feuer hindurch sah ich schreckliche Kreaturen, die sich in den Ecken des Infernos krümmten und krochen. Ich ging durch verbrannte Erde und sah zahllose Seelen, die sich in der Lava krümmten und deren Schreie mir das Herz brachen. Sie waren von einem schrecklichen Dämon gepackt und mit Speeren oder Haken in die Lava geschleift worden. Ich sah eine Frau über der Lava hängen, gefesselt an ein stählernes Gestell und mit Flammen bedeckt. Sie schrie, was in mir tiefe Trauer und Hilflosigkeit auslöste.
Ich wurde von allen möglichen schrecklichen Kreaturen gejagt. Die brüllten und schrien und Flammen und Gift aus ihren Mäulern spuckten. Ich konnte mich nirgends verstecken, sondern rannte so gut ich konnte und versuchte zu überleben. Ich sah zahllose gebrochene Knochen und abgetrennte Körper, die auf dem Boden verstreut lagen und mir ein Gefühl der Überwältigung und Angst vermittelten. Dieser Ort, das wusste ich, war die Hölle, der Lebensraum aller Dämonen und bösen Geister, und ich würde hier für immer gefangen sein. Gerade als ich dachte, ich könnte die Qualen der Hölle nicht mehr ertragen, überflutete plötzlich ein warmes Licht mein Gesicht. Ich blickte auf und sah einen geheimnisvollen Mann in einem prächtigen Gewand vor mir stehen. Sein Blick war von Wärme und Mitgefühl erfüllt, als könne er tief in mein Herz sehen. Er streckte seine Hand aus, klopfte mir sanft auf die Schulter und sagte zu mir, »Kind, du bist durch die Hölle gegangen, jetzt kannst du in die sonnige Welt zurückkehren.« Seine Stimme war sanft und beruhigend, so dass ich mich unglaublich warm und wohl fühlte. Während er sprach, spürte ich plötzlich, wie mein Körper leicht schwebte, als ob ich in der Luft schweben würde. Ich sah, wie mein Körper ins Licht verschwand und dann wiedergeboren wurde. Das alles geschah auf so geheimnisvolle und wunderbare Weise, dass ich nicht die richtigen Worte finde, um zu beschreiben, wie ich mich fühlte. Als ich an der Himmelspforte ankam, war ich von unzähligen schimmernden Engeln umgeben. Sie begrüßten mich mit sanften Stimmen und einem Lächeln, das mir ein Gefühl des Friedens und der Wärme vermittelte, das seinesgleichen sucht. Der Himmel war von einem Gefühl des Friedens erfüllt. Der ganze Himmel war von einem sanften Licht erleuchtet, ohne eine Spur von Verschmutzung oder Makel. Der Himmel ist blau, ohne eine einzige Wolke, und die Sonne scheint reichlich und sanft, was eine sehr angenehme Erfahrung ist. Es gibt wunderschöne Aussichten und prächtige Farben zu sehen, und es gibt weder kaltes noch heißes Wetter. Es gibt viele verschiedene Bereiche im Paradies. Jeder mit seinem eigenen Charakter und seiner eigenen Schönheit. Es gibt eine leuchtend grüne Wiese, auf der alle möglichen Blumen blühen, von blauen Glockenblumen bis zu roten Rosen. Auf der Wiese gibt es kleine Bäche und kleine Tiere, die sich im Gras bewegen, die alle sehr freundlich sind und für eine friedliche und beruhigende Erfahrung sorgen. Im Paradies gibt es auch viele Gebäude, die aus den schönsten Materialien gebaut sind. Diese Gebäude gibt es in allen Formen und Größen, einige sind Paläste, andere sind Gärten, und wieder andere sind Bibliotheken und Schulen. Die Gebäude sind erfüllt von Musik und Gesang und vermitteln den Menschen ein Gefühl von Wärme und Glück. Die Menschen hier sind sehr freundlich und einladend. Die Menschen leben dort sehr glücklich, ohne Leid und Krankheit, und es gibt keinen Neid oder Hass zwischen den Menschen, alle respektieren und lieben einander. Im Himmel können die Menschen eng mit Gott kommunizieren und seine Liebe und Barmherzigkeit spüren, was die Menschen unglaublich glücklich und freudig stimmt. Als ich durch den Himmel wanderte, sah ich plötzlich eine vertraute Gestalt, nämlich die meiner verstorbenen Großmutter. Sie stand inmitten eines Meeres von wunderschönen Blumen, umgeben von vielen strahlenden, schimmernden Engeln, die um sie herumflogen. Ich ging auf sie zu, und sie drehte ihren Kopf, um mich anzusehen. In diesem Moment trafen sich unsere Augen, und mein Herz füllte sich mit unendlicher Rührung und Freude. Sie lächelte und sagte, »Da bist du ja, mein Kind.« Ich sprach lange mit ihr über viele Dinge aus der Vergangenheit, und sie sagte mir, dass sie über mich wachte, für mich betete und hoffte, dass ich eine gute Zukunft haben würde. Ich drückte ihr meine Liebe und meine Gedanken aus, und sie antwortete mit den gleichen Gefühlen.
In diesem wunderschönen Garten fühlten wir uns sorglos, ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne Trennung. Ich traf auch andere geliebte Menschen, die bereits verstorben waren. Und gemeinsam teilten wir unser Leben im Himmel. Wir genossen die schöne Landschaft, das Essen, die Musik und das gemeinsame Tanzen. Sie sagten mir, dass sie immer über mich wachen, für mich beten, dass ich durchkomme, und mir immer Liebe und Kraft schicken. Ich sah einen Mann in einem weißen Gewand auf mich zukommen. Er hatte sanfte Augen und sah sehr freundlich aus. Er lächelte mich an und hielt mir die Hand hin, um mich im Himmel willkommen zu heißen. Ich spürte seine Handflächen sehr warm, als könnten sie mir unendlich viel Trost und Kraft geben. Ich wollte mich hinknien und ihm meine Aufwartung machen, aber er zog mich hoch und sagte mir, dass er meine Aufwartung nicht brauche. Wir setzten uns hin und begannen zu reden. Er fragte mich nach meinem Leben, meinen Vorlieben und Sorgen, und ich schüttete ihm alles aus. Er hörte mir aufmerksam zu, unterbrach mich nicht und kritisierte mich nicht. Im Gegenteil, er tröstete mich, ermutigte mich und gab mir das Gefühl, sehr geliebt und akzeptiert zu sein. In unserem Gespräch spürte ich die Wärme und den Frieden von Jesus. Durch seine Worte fühlte ich mich sehr wohl und entspannt, wie ein lange vermisstes Kind, das endlich wieder mit seinen Eltern zusammen ist. Wir sprachen über viele Dinge, unter anderem über meinen Glauben, meine Familie und meine Zukunft. Er sagte mir, dass er immer an meiner Seite sein, mich beschützen und auf mich aufpassen würde. Schließlich sagte er mir sanft, dass es Zeit sei, zur Erde zurückzukehren. Ich war überrascht und fragte, warum willst du, dass ich auf die Erde zurückkehre? Ich würde lieber die ganze Zeit hier bleiben. Jesus antwortete, deine Mission ist noch nicht erfüllt, und du hast auf der Erde eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deine Aufgabe ist es, anderen auf der Erde zu helfen, ihnen Hoffnung und Liebe zu bringen. Ich dachte an meine Familie und meine Freunde und an andere, die mich brauchten. Ich verstand die Worte Jesu und wusste, dass ich auf die Erde zurückkehren musste, um meine Mission zu erfüllen. Jesus lächelte mich an und sagte, mach dir keine Sorgen, ich werde bei dir sein, bis du deinen Auftrag erfüllt hast. Ich fühlte mich warm und getröstet, weil ich wusste, dass ich nicht allein sein würde. Ich sagte Jesus, ich sei bereit, zur Erde zurückzukehren und meine Mission fortzusetzen. Jesus umarmte mich und sagte mir, dass er immer über mich wachen und mich segnen würde. Ich spürte eine starke Anziehungskraft, die mich nach unten fallen ließ. Ich spürte, wie mein Körper schwerer wurde, und gewann allmählich ein Gefühl für meinen Körper zurück. Ich begann, Geräusche um mich herum zu hören, spürte die Temperatur um mich herum, und meine Augen öffneten sich wieder. Langsam fand ich mich in der menschlichen Welt wieder, zurück in meinem Körper. Dieser Übergang war erstaunlich und vermittelte mir ein tieferes Verständnis für die Beziehung zwischen dem menschlichen Körper und der Seele. Obwohl ich bei der Schönheit des Himmels blieb, wusste ich, dass ich auf die Erde zurückkehren musste. Nach diesem Moment war ich mir zutiefst bewusst, dass ich etwas ändern musste und nicht länger zulassen konnte, dass mein Leben ruiniert wurde. Also begann ich mit dem Versuch, von illegalen Drogen und Alkohol loszukommen und langsam meine körperliche und geistige Gesundheit und Ordnung in meinem Leben wieder zu erlangen. Ich begann, verschiedene medikamentöse und psychologische Therapien zu besuchen, lernte, mit meinen Gefühlen und meinem Stress umzugehen, und begann, mein Leben neu zu überdenken. Lange Zeit bemühte ich mich, meine Kinder und meinen Ex-Mann zu finden, erhielt aber nie eine Nachricht.
Ich hielt meine Liebe und meine Erwartungen an meine Kinder aufrecht und wartete auf ein Wunder. Doch selbst in meinen dunkelsten Tagen habe ich nie aufgegeben, zu suchen und zu warten. Jahre später erhielt ich eine Social-Media-Nachricht von meinen lange vermissten Kindern. Sie fanden mich und wir wurden schließlich wieder zusammengeführt. In den Jahren danach habe ich alles daran gesetzt, meine Kinder zu unterstützen und zu lieben und sie zu den Menschen zu machen, die sie sein wollen. Ich bin mir sehr bewusst, welchen Einfluss dieser Freund auf mein Leben hatte. Ich lernte von ihm, was man nicht tun sollte, und erkannte, welche wichtigen Entscheidungen man im Leben treffen muss. Jetzt ist mir klar, dass wir selbst in den dunkelsten Zeiten nicht die Hoffnung und den Glauben verlieren dürfen.